Und damit willkommen zurück zu GTA San Andreas. Und wenn ich das richtig überblickt habe, haben wir aktuell tatsächlich nur diese eine Mission offen. Es wird also eine etwas wichtigere Mission, eventuell. Auf jeden Fall kommen wir ohne die Mission nicht weiter. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein paar chinesische Flüchtlinge, Gefangene, was auch immer, vom Schiff befreit. Und jetzt schauen wir mal, was es hier so für uns gibt. Okay, geh nach oben und triff dich mit Caesar. Die große Frage ist jetzt halt, wie kommen wir da hoch? Geh nach oben und triff dich mit Caesar. Ja. Schauen wir mal, dass wir vielleicht hier oben da drüber kommen. Laufen wir, laufen wir, laufen wir. Warte mal, Missionsinfos. Geh hinten rum. Genau, geh hinten rum, hat er gesagt. Die Frage ist jetzt halt, wo ist geh hinten rum? Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt nämlich genau in die falsche Richtung laufen. Ah, dämlich. Wir hätten uns bestimmt so viel sparen können, wenn wir andersrum gelaufen wären, aber das müssen wir jetzt mal gucken. So, komm. Ach. Also unsere Lauffitness, die ist halt wirklich schlecht in diesem Spiel. Ich habe aber auch keine Lust, da irgendwie mit CJ aufs Laufband zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, so war es jetzt eigentlich auch nicht geplant, aber gut. So. Ist halt hier die Frage, wie wir man. Ach, da ist so ein kleiner Spalt, wo man durchgehen kann, ist das asozial. Na gut, also Caesar. Hey Was gibt's? man, nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone Security got here real early. They got men on the roofs watching over the pier. Hey, okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they're heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Jawohl, machen wir doch, machen wir doch, machen wir doch. Shit, they walk right into it! One of So. those bad boys is down! Ach, ihr seid auch noch da. There's still some on the left, CJ! Ja, ich sehe sie schon. Dann halt erst den und dann jetzt den. Man, my bussing was tight. Ah, die kommen jetzt auch noch. And here's that snake rider. Look at that fool hanging out with the ballers like they was lifelong pals. Ach, Ryder. Something ain't right. Where's Torino? Chopper inbound. That's gotta be Torino. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man. He's tripping out, Holmes. Smoke grenades? So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Finde T-Bone oder erledige ihn. Jawohl, das machen wir doch glatt. Sind das alles unsere Leute? Ne, das sind Ballers. Das heißt, die erledigen wir sowieso direkt mal. So. Was haben wir da oben? Jawohl, die gehören zu uns. So, dann. Ah, machen wir es natürlich mal wieder nicht klug, wie immer. Klug mit K. K-L-U-K. So klug sind wir. Oh. So, komm, genau, ein nach dem anderen. So. Oh. Die Munition nehmen wir nochmal eben schnell mit. Oh. Okay, so, wo stecken sie? Wo stecken sie? Da ist einer. Na komm. Da bist du noch.
Ich wundere mich die ganze Zeit, wo das herkommt. So, wo ist der jetzt wieder? Vermutlich kommt das von da oben, hä? So, gehen wir einfach mal hier außen rum. Okay, und den da oben kriegen wir nicht. Na? Haben wir ihn? Mendez, I see you, Reefa, motherfucker! Hey, Ryder, Shermhead, asshole. Where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats! Don't worry about it, I got this. Ach, Ryder. Das glaubst du nicht wirklich, dass es klappt, oder? Das glaubst du nicht wirklich. So, wo ist er? Oh, der schwimmt doch ganz schön schnell, muss ich sagen. Na komm. Willst du mir... Warte mal, was steht denn in den Missionsinfos? Siehst du, das kommt nämlich davon, dass ich nie lese, was da steht. Ach Mann, das ist doch kein Wunder, ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wir schießen jetzt mal eben ein paar Mal auf ihn. Oder was heißt ein paar Mal, dass wir halt einfach auf ihn schießen. Und dann passt das schon, ja, weil in GTA 5, da gibt es ja, meine ich, eine ähnliche Mission. Und da musst du halt einfach auf den schießen und dann hat sich die Sache erledigt. So, komm. Oh, guck mal, er ist so nett und wartet sogar noch auf uns. So, unsere Lebensleiste ist natürlich so gut wie... Wie leer. Ja, ja, steig in das Boot, ich bin ja schon dabei. Na komm, rein da. Ach, CJ, komm. Ich lass dich nicht feiern. Okay, eine Drive-By-Attacke auf sein Boot. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Na komm. Haut das so auch hin? Haut das so auch hin, oder nicht? Jawohl. Und boom. Und das ist er. Ja, das war. Ja. Yeah, I'm good, I think. Listen, you guys better clear out. The cops gonna be all over the spot in a minute. Sure thing, see you back at the garage. Jawohl. $15,000 haben wir mal wieder gekriegt. Schön, schön. So. In der Garage treffen wir uns. Sehr gut. Das bedeutet, wir gucken jetzt mal, wo wir hier eben anlegen können. Asien. Komm raus da. So. Schwimmen wir nochmal eben. Dann gehen wir eben ganz schnell auf dem Weg was essen. Einfach nur, damit unsere HP wieder voll sind. Und dann... Genau, und dann gehen wir in die nächste Mission direkt. So. Schauen wir mal, dass ein Auto vorbeikommt. Nehmen wir einfach direkt ihn hier. Das war auch gerade sehr gewagt. Also wenn... Wenn der uns überfahren hätte, dann... ja. Dann wäre vorbei gewesen. So, fahren wir mal wieder zu Clack and Bell. Gönnen wir uns da nochmal. Gönnen wir uns nochmal einen Salat, oder? Sind wir heute mal so, gönnen wir uns mal einen Salat, ausnahmsweise. Ja, dass wir uns nicht immer nur Pizza und Hähnchen reindrücken. So, komm. Rein da, bevor auf uns geschossen wird. Genau. So. Cock-a-doodle-doo, what do you want? Ich möchte bitte einen Salat. Und dann nehmen wir gleich zwei. Dann gucken wir mal, ob zwei Salate reichen, um die HP-Leiste aufzufüllen. Ne, brauchen wir noch einen zumindest. Oder komm, einen kleinen Kaka-Imbiss nehmen wir auch noch mit.
Dass wir ein bisschen Fleisch dabei haben. So, guck. Haben wir $30 für Salat ausgegeben. Passt. So, auf geht's. Ja, ist ja gut. Ich fahr doch schon. So, hier sind wir ein zu früh abgebogen. So, vorsichtig. So. Okay, warte mal, die Triadenmission. Die ist da versteckt. Alles klar. Hopp. Stopp. Ha, siehst du? Perfekt. Perfekt eingeparkt. Passt so. Hoppala, und auf geht's. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. In Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Alles klar. Nahegelegener Helikopterlandeplatz. Okay, dann geben wir mal Gas. So, weg mit... Ach komm, der ist mir vors Auto gesprungen. Da kann ich jetzt wirklich nichts dafür. Also, da kann ich jetzt wirklich nichts dafür aus dem Weg. Ich habe anderes zu tun, ich kann mich jetzt nicht auf euch alle konzentrieren. Seht ihr, die ist auch schon wieder bei mir vors Auto gesprungen. Die Leute in San Andreas, die NPCs, die sind alle ganz schön selbstmordgefährdet, muss ich sagen. Also vermutlich habe ich mehr Leute durch aus Versehen überfahren umgebracht, als dadurch, dass ich es wirklich aktiv... Okay, ihr gehört also alle dazu. Du anscheinend auch, hä? So. So, noch jemand? Da ist tatsächlich noch jemand. Okay. Ja, Polizei, ich habe keine Zeit für dich. Ich muss mich um den da kümmern. So, komm. Oh. Noch jemand da, Tatsache. Jetzt. Ah, genau. So, wo ist er hin? Jawohl, Panzerfaust haben wir. Begib dich zum Freeway und schieß auf den Helikopter. Das würde ich halt gern machen, wenn die Bullen nicht überall wären. Die uns das jetzt gehörig vermiesen können. Komm, fahr einfach. Okay, dann schauen wir mal. So, das wird jetzt interessant werden. Auf geht's zum Freeway. So, dann müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen... Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Okay, hier kommen wir wieder raus. So, ist er schon tot? Jawohl. So, dich nehmen wir auf jeden Fall mit und die AK will ich aber auch haben. So. Oh. Da bleibt mir eigentlich schon fast nichts anderes übrig. Oh, ist das dämlich. Ist das dämlich. So, und du auch noch siehst du, jetzt sind wir HP-technisch wieder auf dem gleichen Stand wie eben. Dankeschön. Danke für nix. Dann auch noch mit einem 4-Sterne-Fahndungslevel. Und damit sollen wir jetzt noch... Ja. Können wir eigentlich gleich wieder am nächsten Tier kommen. Lass uns... Erschieß uns eben. Dankeschön. Ja, die Polizei, die nervt jetzt massivst. Die nervt jetzt massiv. Und das halt nur, weil uns dieser eine Cop vor das Auto gesprungen ist. Okay, komm, dann scheißen wir auf die AK. So. Und jetzt gib einfach Gas und fahr. Vorsichtig. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier auf dem Freeway raufkommen.
Das gibt es doch nicht. Verschwinde jetzt einfach. Ich habe keine Zeit für dich. So, Hubschrauber. Da hinten ist er. Na komm. Oh. Ja super, und jetzt ist er wieder vor uns. Warum? Ich hasse diese Mission. So, komm. Da hinten ist er jetzt wieder ganz. Immerhin wartet der auf uns, ist ja auch ganz nett. Aber das Schlimme ist natürlich nur, dass wir, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt unendlich Munition für die Panzerfaust haben. Ja, ja, du nur wieder. Ich kann ja auch verzichten. So, komm. So, Hubschrauber. So, komm, Leute, ich kann mich jetzt nicht um euch kümmern. Ich muss mich um den Heli kümmern. So. Ach, komm. Ach komm, weißt du, der fährt da volle Kanne hinten rein und blockiert dadurch meine Panzerfaust. Dankeschön. Dankeschön. So. Panzerfaust. Zack, runter, jawohl. Einfach sprinten und wegfahren. So. Mal schauen, ob wir uns denn jetzt nochmal ein bisschen besser um ihn kümmern können. Schauen wir mal, wenn wir es jetzt direkt hier hinten probieren. In der Hoffnung, dass die Polizei jetzt nicht gleich wieder da ist. So. So, dann müsste er da gleich hochkommen. Ja, da auch. Park halt direkt neben mir. Komm, jawohl, der hat schon mal getroffen. Das ist schon mal sehr gut. So. Erster Schuss hat gesessen. Ja, ja. So, bewegen wir uns jetzt erstmal hier weg. So, schön auf die Freifläche hier. Okay. So, da hinten kommt er auch schon wieder, oder? Oh. Leute, ihr nervt mich. Ich kann euch gerade einfach nicht gebrauchen. Machen wir es wieder so, komm. Ist jetzt auch egal. Aber jetzt fliegt er da unten lang. Da fliegt... Wir müssen die Polizei loswerden. Das Problem ist, das große Problem ist, es gibt zwar einen Cheat dafür, aber wenn du Cheats aktivierst, dann werden die Trophäen blockiert. Dann können wir für diesen Spielstand nie wieder Trophäen bekommen. Und das ist jetzt auch nicht gerade Sinn der Sache, weil ich ja doch, ich sag's immer wieder, ein ziemlicher Trophäenhunter bin und deswegen möchte ich die natürlich auch bekommen. Oh, guck mal, da ist der Heli jetzt schon. So. Also, warten wir hier direkt. Heli, so, da kommt er schon. Nein, jetzt haben wir ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt und sind jetzt durch seine Explosion selber gestorben. Ach komm, das gibt es doch nicht. So. Komm, lauf einfach. Hol dir nochmal die AK. So. Panzerfaust. Na, runter. Hopp, rauf und fahren. Einfach wegfahren. So, ohne große HP einbußen. Vorsichtig.
So. Auf hier. So, und dann nur eben kurz warten. Oh. Jawohl. So. Jawohl, jetzt haben wir es endlich geschafft. Oh Mann, ey, wie viele Versuche waren das jetzt? 4 oder so? Irgendwie sowas. Wäre die Polizei nicht gewesen, dann hätte es vermutlich schon früher geklappt. Ah, so, einfach die Raketen drauf spammen und dann passt das schon. Huh, aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sind dann jetzt hier auch erstmal wieder durch für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann.